Wir sind jetzt hier am Bienenstand und haben ein neues kleines Mikrofon. Und dieses neue kleine Mikrofon, ein I2S MEMS Mikrofon, das wollen wir in diese Beute einbauen. Es ist jetzt sehr kalt, minus 0,5 Grad. Es hat sich gerade ein Bienchen herausgetraut und versucht zu fliegen. Hier sind die Bienen jetzt mittlerweile am Oberträger angekommen und ich werde dieses Mikrofon gleich einbauen. Ich versuche das mal aus der Nähe zu zeigen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das ist also hier jetzt in so einem Zipptütchen, weil die Bienen gerne alles, was sie zwischen die Fühler bekommen, mit irgendetwas vollkleistern, und die haben schon viele Mikrofone kaputt gemacht. Also ich baue das jetzt mal ein. Hier in dieser Dose ist halt die Elektronik, und die das aufzeichnet, und eine Powerbank, und ich hoffe, dass die Powerbank durchhält. Dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Dazu stelle ich dann erst die Kamera mal ein bisschen mehr auf die Beute ein. So. Als erstes nehme ich hier mal die Powerbank in Betrieb. Immer so ein Wackelspiel, ob das Ganze, was zu Hause im Labor funktioniert hat, dann auch funktioniert, wenn man es einbaut. Es leuchtet schön, das ist ein gutes Zeichen. Kommt es jetzt in diese wasserdichte Dose, das hat sich bewährt. Ja. Hätte ich mir eine etwas größere Dose gegönnt, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. So, jetzt habe ich es aber drin. Es blinkt noch, also wird es auch aufzeichnen. Wir verschließen sie wasserdicht. So, und jetzt kommt der eigentlich kritische Teil. Ich muss die Bienen aufmachen, das ist bei den Temperaturen natürlich nicht so schön. Und versuche dann hier, wo der Bienensitz ist, dieses Mikrofon einzubauen. Das mache ich jetzt relativ flott. Ich habe hier mal Abdeckfix drauf. Die Bienen sind hier oben auch sichtbar. Man fühlt auch, dass es ein bisschen warm ist. Sie müssen aber eigentlich noch Futter haben. Ich habe sie gerade gewogen. So, jetzt mache ich das mal auf. Das wird sie ein bisschen aufschrecken. Ich mache das ganz schnell, damit die Bienen möglichst wenig gestört werden, und hänge das Mikrofon hier so in eine Wabengasse. Das Mikrofon hat ein Flachbandkabel, was nach außen durchgeführt. So, damit ist die Störung schon zu Ende. Die Box mit der Elektronik, die kommt jetzt hier drauf, und die mache ich einfach mit dem Spanngurt mit fest, dass der Wind mir das Ganze nicht wegweht. So machen wir das. So, lasse ich das mal ein paar Stündchen laufen. Kontrolliere dann am späteren Nachmittag, ob das Ganze geklappt hat. So, dann läuft es nun, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Mittlerweile ist es Abend und das Mikrofon ist wieder ausgebaut. Nach dem Ausbau sah es oben in der Mini Plus so aus. Die Bienen sind immer noch gut zu sehen. Links ist eine von den Bienen vollgebaute Futtertasche. Und mit Audacity kann man dann sehr schön sich die Sounddateien anschauen. Das wollen wir jetzt hier auch einmal tun. Hier ist so die letzte halbe Stunde der Soundaufnahme. Zum Schluss sieht man einen ziemlich starken Ausschlag. Das war das Mikrofon noch eingebaut, das war, als ich es wieder ausgebaut habe. Und dazwischen sieht man so ein paar kleine Ausschläge. Das ist zum einen nach einer Viertelstunde etwa ein Flugzeug. Wie sich das Ganze dann ohne Störungen anhört, das kleine Soundbeispiel habe ich jetzt auch nochmal angehangen.